grüße euch ganz herzlich im Namen unseres Retters und unseres Herrn Jesus Christus. Man muss fragen, warum habt ihr alle so geraunt, als Kuno gesagt hat, ich habe 6 Kinder? Es ist doch ein biblisches Gebot, seid fruchtbar und mehret euch. Oder habt ihr vielleicht gedacht, der Junge sieht so jung und frisch aus, das geht gar nicht, dass er schon 6 Kinder hat? Wisst ihr, es gibt ja gewisse Dinge, die helfen uns zu definieren, wie alt ungefähr jemand ist oder wo er herkommt. Ich erfahre das immer wieder mit meinen Kindern, wenn ich im Auto unterwegs bin und wir hören mal Radio, dann fragen sie zwischendurch, Papa, ist das ein Lied aus deiner Zeit? So nach dem Motto, als wäre ich vor den Dinosauriern irgendwann geboren. Und es ist schon lustig, wenn man diese Dinge hört oder fragt, welche Musik jemand denn kennt und mag, dann gibt das einem oft einen ziemlich guten Eindruck, wie alt er ist, naja, und wie er gelebt hat, vielleicht bevor er zum Glauben gekommen ist. Und so gibt es viele Dinge als solche Indikatoren. Und ich möchte mit euch auch einen kleinen Alterscheck machen. Ihr müsst keine Hände hochhalten oder nichts dergleichen, keine Angst. Aber wer kennt denn diesen Werbespruch noch? Ist der neu? Nein, ist mit Perwoll gewaschen. Ja, man merkt, wer wann geboren ist, ziemlich leicht. Und wisst ihr, es ist ja toll und ich freue mich auch, meine Frau besonders, dass man Dinge manchmal waschen kann und sie sind wie neu. Es gibt Dinge, die kann man reparieren und wenn sie repariert sind, dann sind sie wie neu. Das ist super, das ist toll. Aber das funktioniert nicht immer. Ihr wisst das genauso gut wie ich und besonders all die Leute, die hier in der Pflege arbeiten, beim Mitternachtsruf, auch alle, die im Spital oder im medizinischen Bereich arbeiten, wissen, es ist nicht immer alles gleich neu. Es gibt manchmal Situationen, da gibt es nichts zu reparieren, nichts zu therapieren, auch nichts mehr zu operieren. Man muss transplantieren. Es muss etwas komplett Neues rein. Ein neues Organ. Das Herz des Menschen, so lehrt die Bibel, ist irreparabel. Es ist so kaputt, man kann es nicht einfach wieder erneuern oder ein bisschen heil machen. Nein, es ist durch und durch kaputt. Zu nichts nutze, seit der Mensch in Sünde gefallen ist. Und das sehen wir, das dokumentiert die Bibel gleich von Anfang an und wir lesen gemeinsam 1. Mose Kapitel 6, Vers 5. Und wir vergessen nicht, wir sind erst gerade ein paar Jahre in der Schöpfung. Es gibt die Menschen noch gar nicht so lange. Und Gott stellt Folgendes fest, 1. Mose 6, Vers 5. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens, es sind die Gedanken seines Herzens, nur böse den ganzen Tag. Ein bisschen weiter hinten in Jeremia, dem Propheten, wird folgende Diagnose gestellt über das menschliche Herz. Jeremia 17, die Verse 9 und 10. Arglistig ist das Herz, mehr als alles und verdorben ist es. Wer mag es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, und zwar um einem jeden zu geben nach seinen Wegen, nach der Frucht seiner Handlungen. Und lasst uns noch zum Neuen Testament gehen. Und feststellen, es hat sich nichts geändert. Die Diagnose des menschlichen Herzens ist im wahrsten Sinne des Wortes fatal. Römer 1, ab Vers 18 lesen wir Folgendes.
Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit in Ungerechtigkeit besitzen, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn das Unsichtbare von ihm wird geschaut, sowohl seine ewigen Werke als auch die Kraft seiner Göttlichkeit, die von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen werden, damit sie ohne Entschuldigung seien. Jeder weiß, dass es Gott gibt. Ob er das zugibt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber jedes Geschöpf weiß, dass es Gott gibt. Und deshalb sind sie ohne Entschuldigung. Es geht dann hier weiter. Weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlicht, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Ihr Herz wurde finster. Es wurde dunkel. Sie sehen gar nichts mehr in Bezug auf Gott. Und wenn wir diese drei Stellen vor Augen haben aus 1. Mose 6, Jeremia 17 und Römer 1, dann hört sich das ziemlich ernst an, oder? Es steht nicht gut um das menschliche Herz. Was soll man denn nun machen? Wie gehen wir damit um? Geben wir uns einfach ein bisschen Mühe, so richtig, um es ein bisschen besser zu machen? Oder sehr beliebt, verdrängen wir das einfach? Wir ignorieren und tun so, als würde uns das alles nichts angehen. Oder hoffen wir, dass es am Ende irgendwie einfach gut ausgeht. Ah, wird schon schief gehen oder schon klappen, wie auch immer. Das ist keine besonders hilfreiche und weise Herangehensweise an die Diagnose, die die Bibel stellt über das menschliche Herz. Es gibt nur eine einzige Kur. Eine einzige Kur in dieser Sache, die hundertprozentig Erfolg und Genesung verspricht. Dieses kranke Herz, dieses böse Herz, dieses verdrehte Herz, dieses verfinsterte Herz muss ausgetauscht werden. Es muss ein komplett neues Herz rein. Und Gott weiß das. Und deshalb nimmt er das persönlich in seine Hände. Das ist Chefsache. Es ist so, wie wenn du im Spital bist und der Chefchirurg, der Oberarzt, der Chef aller Chefs kommt und operiert, weil alle anderen können nicht mehr helfen. Und so ist es Gott selbst, der eingreift in Bezug auf dieses unlösbare Problem, dieses Dilemma mit dem menschlichen Herzen. Und wir lesen davon bereits in Hesekiel 36, diese wunderbaren Verse. Hesekiel 36, 26 bis 27, wo es heißt: Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken. Der Herr selbst wirkt. Was bewirkt er? Dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Wow, was für eine Verheißung, was für eine Zusage. Und verpasst nicht zu erkennen, was hier passiert. Es ist nicht so, dass ihr einfach ein neues Herz kriegt, ein anderes, genauso wie das, was ihr vorher gehabt habt. Das ist so, wenn wir im wahren Leben eine Herztransplantation erleben, dann kriegen wir ein Herz, das funktioniert zwar wieder, aber es ist von seiner Beschaffenheit genauso wie das, was wir vorher hatten. Hier geht es um etwas komplett anderes. Hier geht es um ein neues Herz, das von seiner Ausrichtung, von seinem Wesen, von seiner ganzen Beschaffenheit komplett anders ist. Es hat eine
neue Gesinnung, neue Pläne, neue Wünsche, neues Verlangen, neue Liebe. Liebe zu Gottes Wort, zu seiner Wahrheit, zu seinen Wegen. Es ist, als würden wir ein komplett neues Betriebssystem bekommen. Eins, das endlich funktioniert und nicht mehr abstürzt. Eins, das das tut, wozu es eigentlich gegeben ist. Und wer ein neues Herz bekommt, von dem berichtet die Bibel, dass er auch ein neues Lied singt. Ein neues Lied. Eine neue Lebensmelodie begleitet uns dann ganz plötzlich. Und wir lesen davon auch in Psalm 40, die Verse 3 bis 5, von diesem neuen Lied, das Gott denen ins Herz gibt, die ein neues Herz haben. Psalm 40, Vers 3, wo es heißt, und achtet darauf, wo die ganze Geschichte beginnt. Er hat mich herausgeführt aus der Grube des Verderbens, aus kotigem Schlamm. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang unserem Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und dem Herrn vertrauen. Glückselig der Mann, der den Herrn zu seiner Zuflucht macht und sich nicht wendet zu den Übermütigen und zu denen, die zur Lüge abweichen. Wir haben also ein neues Herz. Und plötzlich singen wir ein neues Lied. Und wer ein neues Herz hat und ein neues Lied singt, der darf sich auch auf ein neues Zuhause freuen. Auf eine ewige Heimat. Offenbarung 21,1 spricht von dem neuen Himmel und der neuen Erde, die kommen werden, in der all die, die ein neues Herz haben, leben werden. Und das ist unser wahres Zuhause. Das ist da, wo wir hingehören. Hier sehen wir vielleicht Schweizer, Deutsche, Amerikaner, was auch immer, spielt keine Rolle. Aber wir gehören nicht wirklich hierher. Das neue Zuhause, das Gott uns gibt, den neuen Himmel, die neue Erde, da gehören wir hin. Das ist unsere Familie und das ist da, wo Gott uns haben will. Hört mal zu, in der Abschiedsrede, der letzte Abend, bevor Jesus gekreuzigt wird, den er mit seinen Jüngern verbringt, sagt er ihnen Folgendes, diese herrlichen Worte in Johannes 14, 1 bis 3. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Jesus will, dass du da bist, wo er ist. Wo ist er? Er ist beim Vater. Er ist in der Gegenwart Gottes. In diesem neuen Himmel, in dieser neuen Erde, die noch auf uns wartet. Und alle, die dieses neue Herz haben und dieses neue Lied singen und auf diese neue Heimat warten, die erhalten auch einen neuen Namen. Einst werden alle, die dieses neue Herz haben, einen neuen Namen bekommen. Wiederum Offenbarung 2,17 berichtet davon. Und der Name steht dafür, dass ihr eine ganz neue Person seid. Ihr seid zwar, du bist zwar noch du, aber eigentlich bist du nicht mehr du. Du bist komplett neu. Komplett neu. Nun, das ist schon ziemlich gut und ziemlich viel, aber es geht noch weiter. Ihr kennt das sicher auch. Manchmal sagen Leute, wenn sie etwas Wichtiges, etwas Einschneidendes erlebt haben, etwas, das in ihrem Leben passiert ist und sie geprägt haben, eine schwierige Situation und sie sind hindurchgekommen, dann sagen sie, ach, ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Na, das ist ein Gefühl, das kommt und geht.
das hat nicht wirklich Bestand. So schnell wie es kommt, so schnell ist es auch wieder weg. Aber wer ein neues Herz hat, so wie wir es gelesen haben, und zwar ein Herz, das nur Gott geben kann. Niemand anders kann dir dieses Herz geben. Und nur die erhalten es, die aufgrund ihrer absoluten Verderbtheit, ihrer Sündhaftigkeit, wie wir das in Römer 1 lesen, wissen und bekennen, dass sie dieses neue Herz brauchen, dass sie völlig verloren sind, wenn sie auf sich selbst gestellt sind, dem Tode geweiht. Diese Menschen, die das erleben, die haben eine so grundlegende Veränderung durchgemacht, dass die Bibel sich nicht scheut in 2. Korinther 5, 17, und ich bin sicher, vielen von euch sind diese Verse bekannt, es so zu formulieren. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Person, eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen. Ich mache alles neu. Wow. Weil dem so ist. Lieben Freunde, auf diese Wahrheiten können wir bauen. Weil dem so ist, sind alle Kinder Gottes dazu berufen und dazu befähigt, vollkommen ausgerüstet in dieser Neuheit des Lebens zu wandeln, so wie wir das eben lesen in Römer 6. Und ich lese nochmal die ersten 4 Verse aus Römer 6. Was sollen wir nun sagen? Vorher erklärt ja Paulus, dass wir errettet sind, nicht aus Werken, Gottes Gabe ist es, durch Glauben mittels Gnade. Naja, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Oh, wie verdreht ist das Herz des Menschen. Alleine nur schon diese Frage offenbart, wie verdreht das menschliche Herz doch ist. Und Paulus kennt es. Seins war genauso verdreht. Und der Gedanke hier ist, okay, ich komme in den Himmel, super. Gnade, nicht mehr gesehen. Also ich kann jetzt machen, was ich will, richtig? Ich meine, die Sache ist geregelt. Paulus antwortet, das sei ferne. Im Griechischen gibt es 3 Verneinungsformen, die für uns sich etwa so anhören. Das eine ist, nein. Das andere ist, nein. Das dritte, und das ist das, was wir hier haben, ist, wie in aller Welt kommst du überhaupt auf so eine Idee? Das gibt's doch gar nicht. Nein, nein, nein. Nein. Wie kannst du denn überhaupt so denken? Das Argument, das Paulus hier aufbaut in Römer 6, ist ganz simpel. Eigentlich sagt er, sei, was du bist. Sei, was du bist. Du hast ein neues Herz. Du hast neues Leben. Mein lieber Freund, jetzt lebe in dieser Neuheit des Lebens, dieses neuen Lebens, das Gott dir geschenkt hat, dieses neue Leben, in dem Christus dir vorausgegangen ist. Wie sieht das denn praktisch aus? Nein, das hört sich gut an. Ich lebe Neuheit des Lebens. Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es hört sich gut an und ich versuch's mal. Nun, das ist nicht besonders hilfreich. Zum Glück hat die Bibel ja Antworten auf alle unsere Fragen. Wir müssen nur wissen, wo sie stehen. Wie sieht dieses neue Leben aus? Wie können wir uns das vorstellen? Oder was müssen wir uns darunter vorstellen? Beziehungsweise, wie beschreibt Gott es? Es geht nicht um meine Vorstellung. Wie beschreibt Gott dieses neue Leben? Nun, wir wollen 2 Stellen dazu lesen. Die eine in Epheser 4. Epheser 4 ab Vers 20 bis und mit 24, wo es heißt, ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt, wenn ihr wirklich ihn gehört habt und von ihm gelehrt worden seid, wie die Wahrheit in dem Jesus ist, dass ihr, was den früheren Lebenswandel betrifft, okay, das, was vorher war, abgelegt,
abgelegt habt den alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, aber erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und angezogen habt den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Dieses Leben zeichnet sich aus durch Heiligkeit und Gerechtigkeit. Es ist das, was Jesus in der Bergpredigt beschreibt: Glückselig, die da hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, nach Gottes Gerechtigkeit, die ein Verlangen danach haben, in diesen Wegen zu gehen, die Gott für uns hat, die gerecht sind und zur Heiligkeit führen. Nun, um das Ganze noch ein bisschen konkreter und griffiger zu machen, gehen wir zu einer anderen Stelle in den Briefen, nämlich Kolosser 3, 5 bis 9. Und hier wird es ziemlich praktisch. Ich lese aus der NGÜ, denn sie überträgt hier sehr passend, worum es geht in diesem Abschnitt, Kolosser 3, 5 bis 9. Und hör einfach mal zu. Und lass dich ins Licht der Wahrheit Gottes stellen, in Anbetracht dessen, was hier in Kolosser 3 steht. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und Habgier. Habgier ist auch Liebe zum Geld, Liebe zu den Dingen. Und es heißt hier, Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen, die nicht in Neuheit des Lebens wandeln, die es auch nicht können, weil sie kein neues Herz haben. Und dann heißt es, auch ihr habt euch früher so verhalten. Wir haben alle die gleiche Abstammung, wir haben alle das gleiche Problem. Aber es ist tragisch, wenn sich das hinüberschlängelt in das neue Leben, wenn diese Dinge nicht hinter uns gelassen werden. Ja, von da kommen wir. Und wir machen keinen Hehl daraus. Aber das ist nicht da, wo wir stehen bleiben wollen, und es ist nicht da, wo wir hinwollen, sondern auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt. Was ist denn jetzt? Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit was? Damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Dass ihr verwandelt werdet, dass ihr umgestaltet werdet, dass ihr wachst in dieser Neuheit des Lebens, in der wir alle wandeln sollen. Nun, in Römer 6 wird auch die Taufe angesprochen. Es ist nicht die Wassertaufe, sondern die Taufe, die jedes Kind Gottes erlebt. Es wird in den Leib Christi hineingetauft. Doch diese Taufe, die passiert, sollte auch eigentlich in der öffentlichen, in einer bekennenden Taufe bezeugt werden. Das, was innerlich passiert wird, sollte auch gegen außen hin sichtbar werden. Das, was in Römer 6 beschrieben wird, sollten wir in Tat und Wahrheit tun. Und wenn jemand sich taufen lässt, die Wassertaufe, und übrigens in der Bibel ist es üblich, wenn jemand zum Glauben kommt, lässt er sich taufen. Etwas anderes kennt sie überhaupt nicht. Wir sehen das gleich noch. Es ist üblich, dass man sich taufen lässt. Und wenn jemand sich also taufen lässt, dann ist es so, dass man diese Herztransplantation, die eben stattgefunden hat, öffentlich bezeugt und damit auch bezeugt, ich habe diese Wahrheiten verstanden, ich glaube sie auch und, ganz wichtig,
Ich will mit Gottes Hilfe, durch seine Gnade, ich will in Neuheit des Lebens wandeln. Ich will all dieses alte Zeugs hinter mir lassen. Oder wie es Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach Christus und jage auf das Ziel zu. Das soll unser Herz sein, das soll unser Pulsschlag sein. Das ist das, was die Kinder Gottes auszeichnet. Und weil die Taufe ein Bekennen und Bezeugen ist von Dingen, die man verstanden hat und glaubt, deshalb wird in unseren Kreisen auch die Babytaufe nicht praktiziert, denn Babys können das nicht verstehen und sie können diese Entscheidung nicht treffen. Sie können diese Verantwortung nicht tragen. Und lass mich an dieser Stelle auch ein paar grundlegende Wahrheiten in Bezug auf die Taufe kurz auflisten. Erstens, sich taufen zu lassen, ist für Kinder Gottes keine Option. Matthäus 28, zum Jüngermachen gehört, tauft sie. Und wenn Jesus sagt, dass wir etwas tun sollen, und wir tun das nicht, wir hören nicht auf ihn, wie nennt die Bibel das? Es gibt ein Wort dafür. Wisst ihr, wie das heißt? Ungehorsam, und Ungehorsam gehört in die große Kategorie von Sünde. Wenn Jesus sagt, tu das und du tust es nicht, dann ist es Ungehorsam, und Ungehorsam ist Sünde. Und es ist bezeichnend, wenn wir dann in die Apostelgeschichte gehen und lesen, was die frühe Gemeinde gemacht hat. Leute kommen zum Glauben, sie werden getauft, sie kommen zum Glauben, sie werden getauft, sie kommen zum Glauben, sie werden getauft. Warum? Weil die Apostel sich an das gehalten haben, was der Herr ihnen geboten hat. Und weil sie bei der Evangeliumsverkündigung offensichtlich ganz klar gemacht haben, dass die Taufe ein erster Gehorsamsschritt ist. Und wisst ihr, Kinder Gottes zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf Gott hören wollen. Dass sie eben in dieser Neuheit des Lebens wandeln. Und wir finden zig Stellen, wir lesen eine, nämlich die erste beispielhaft in Apostelgeschichte 2 ab Vers 37, wo es heißt, hier ist die erste Predigt von Petrus und die hat eingeschlagen. Denn Gottes Wort wirkt. Gottes Wort hat Kraft. Achtet darauf, was hier passiert. Als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Durchs Herz. Wisst ihr, da ist das Problem. Es ist nicht hier. Da ist das Problem. Hier fühlen, denken, wollen, entscheiden wir. Und das Wort Gottes muss in den Kern des Menschen und muss ihn dort überführen und ihn zur Buße führen. Und die Männer, die das Wort Gottes hier gehört haben, sie wurden in ihren Herzen getroffen, in ihrem Innersten. Und was sagen sie? Was sollen wir tun, Brüder? Ich habe gemerkt, meine Diagnose ist, du bist dem Tod geweiht. Dein Herz untauglich. Was soll ich tun? Was sollen wir machen? Brüder, gebt uns Antwort. Petrus aber spricht zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch werde getauft auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele irgend der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Und mit vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, indem er sagte, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht. Erkennt, dass ihr ein neues Herz braucht. Die nun sein Wort aufnahmen, wurden getauft und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wow, das wäre mal eine Evangelisation, oder? An einem Tag 3000 Seelen? Wer weiß, wenn der Herr will, kann er das schenken. Aber darum geht es nicht. Unsere Aufgabe ist es, das Evangelium treu zu verkündigen. Wir säen, wir geben Wasser und nur einer kann Wachstum und Gedeihen schenken und das ist der Herr. Wir freuen uns natürlich, wenn es so ausfällt wie hier. Wir freuen uns, diese Zeugnisse zu lesen und wir freuen uns über jeden Sünder, der errettet wird. Die Taufe gehört also dazu. Es wurde verordnet, die Apostel haben es gemacht und Römer 6,
erklärt, dass die Taufe bezeugt, dass wir mit Christus gestorben, begraben und auferstanden sind. Und weil wir jetzt mit ihm leben, in ihm leben, eben deshalb sollen wir auch in Neuheit des Lebens wandeln. Und nicht mehr, wie es nachher heißt in Römer 6, unsere Glieder als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, der Sünde zur Verfügung stellen. Das kannst du tun. Ihr wisst es, ich weiß es. Die Momente, wo wir unsere Glieder, unsere Gedanken der Sünde zur Verfügung gestellt haben und nicht auf Gott gehört haben. Aber das sollen wir nicht tun, sondern wir sollen vielmehr unsere Glieder der Gerechtigkeit zur Verfügung stellen, damit Gott durch uns, durch sein Wort Segen wirken kann. Wir haben nichts verloren beim alten Wandel. Wir haben nichts verloren bei unserem alten Menschen. Wir haben dieses alte, schmutzige Gewand abgelegt und legen es immer wieder ab, wenn es besudelt wird durch Sünde und rennen zum Herrn und bekennen unsere Sünde bei ihm. Wenn Gott dir nämlich ein neues Herz gibt, und das tut er, und einen neuen Geist, mein lieber Freund, dann wandle in Neuheit des Lebens. Denn du bist eine neue Schöpfung. Du bist eine neue Kreatur. Gott hat dich frei gemacht, um ihm jetzt zu dienen. So wie wir einst der Sünde als Sklaven gedient haben, auch das wird in Römer 6 erklärt, sollen wir jetzt Sklaven der Gerechtigkeit sein und Jesus dienen. Und ich denke, es ist wichtig, die Taufe ist nicht heilsnotwendig, ist sie nicht, aber es ist wichtig, sein Glaubensleben mit Gehorsam zu beginnen. Denn die geistliche Veränderung, die im Herzen stattgefunden hat bei einem Kind Gottes, soll zuallererst in Form der Taufe gegen außen, öffentlich, sichtbar. Die Leute sollen wissen, wem du gehörst. Die Leute sollen wissen, wer dein Herr ist. Wisst ihr, bei den Fliegern ist es ja sehr hilfreich, wenn sie diesen sogenannten Stealth-Mode haben. Ihr wisst, was das ist, oder? Diese Tarnkappenflieger, die man nicht sieht. Das ist hilfreich bei Fliegern, aber nicht bei Christen. Wir dürfen keinen Stealth-Modus haben. Wir dürfen nicht als christliche Tarnkappenflieger durch diese Welt gleiten und froh darüber sein, dass es nie auf irgendeinem Radar Pip macht. Nein, wenn wir da sind, soll es machen Pup. Jeder soll es wissen. Ja. Nach den Glückseligpreisungen in der Bergpredigt sagt Jesus zu den Zuhörern, ihr seid das Salz der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Wieso macht man Licht an? Wieso brennt hier Licht? Damit man etwas sieht. Wenn ihr hier Licht macht und dann darunter eine Decke durchzieht, dann ist das schön hell und schön warm oben, aber wir sind alle im Dunkeln. Jeder denkt, das ist ja doof. Aber es ist genauso doof, ein viel schlimmer als doof, wenn wir als christliche Tarnkappenflieger durch die Welt segeln. Mein lieber Freund, das darf nicht sein. Und mit der Taufe beginnst du gleich öffentlich sichtbar zu sagen, ich gehöre hierhin. Frage. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du dich schon getauft? Hast du dich taufen lassen? Wenn nicht, naja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, sich das ernsthaft zu überlegen und die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du getauft bist, wenn du neues Leben hast, lass mich dir diese Frage stellen. Wandelst du in Neuheit des Lebens? Strebst du nach diesen Dingen? Jagst du danach, wie Paulus es im Philipperbrief sagt? Streckst du dich aus? Hungerst du nach Gerechtigkeit und dürstest du danach?
Oder gehen wir einfach in die Gemeinde und machen ein bisschen mit, ist schön und nett. Aber eigentlich dieses Feuer, dieser Hunger, dieses Verlangen und dieses pulsierende Leben, wenn wir ehrlich sind, ja, vielleicht kannten wir es mal, aber irgendwie ist es uns abhanden gekommen. Das muss nicht sein. Das soll nicht sein. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ich will ja, ich will dieses Leben, aber ich kann nicht. Irgendwie, ich komme nicht vom Fleck. Mir fehlt die Motivation, mir fehlt die Kraft. Das stimmt. Du kannst das nicht. Ich kann das auch nicht. Aber er kann es. Gott kann es. Und er kann es nicht nur, er tut es auch. Wir lesen das nicht nur im Alten Testament. Philipper 1,6 lesen wir: Denn ich bin gewiss, dass der, der ein gutes Werk in euch begonnen hat, es auch vollbringen wird bis auf den Tag Christi. Er hat es begonnen, er führt es zu Ende und er ist bei dir auf dem Weg dorthin. Ein bisschen weiter hinten, Philipper 2,12, 13 steht, dass Gott in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen, Philipper 2,13. Deshalb steht in Philipper 2,12, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Wir sollen wirken, weil Gott wirkt. Er ist doch da. Genauso wie es in Matthäus 28 sagt. Er sagt den Jüngern nicht, geht hin, macht zu Jüngern viel Glück. Sondern was sagt er? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und wisst ihr, was die Jünger gedacht haben? Ja, wir haben gesehen, wie er Tote auferweckt hat. Wir haben gesehen, wie er Besessene geheilt hat. Wir haben gesehen, wie er den Sturm gestillt hat. Wir haben gesehen, wie er dies und das und jenes wohnt. Er hat alle Macht. Nun, das ist gut. Wisst ihr, in der Schule, ich hatte keinen großen Bruder, aber es ist hilfreich, einen großen Bruder zu haben. Denn wenn du eine große Klappe hast und sagen kannst, übrigens, ich habe noch einen großen Bruder, das hilft. Aber es hilft nicht, wenn er nicht da ist. Okay? Jesus ist nicht nur der große Bruder, der alles kann, sondern, und das ist das Wunderbare, meine Freunde, und siehe, ich bin bei euch. Immer, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Meine lieben Freunde, ihr könnt euch das so merken. Die Mittagszeit kommt ja bald. Ihr wollt essen, ich sicher auch dann. Ich nenne das Sandwich-Theologie. Okay, manchmal Eselsbrücken sind doof, aber hilfreich. Sandwich-Theologie. Warum? Wenn Gott etwas von dir und mir verlangt und er erwartet von uns, in dieser Neuheit des Lebens zu wandeln, dann rüstet er jeden zuvor aus, um das zu tun, was er von ihm möchte. Das ist das Sandwich, okay? Matthäus 28 illustriert es besser als irgendwo anders, aber es ist überall. In der Mitte, Macht zu Jüngern. Deckel oben und unten, ich bin bei euch und mir ist alle Macht gegeben. Ich bin bei euch, weil ich da bin, weil ich wirke. Deshalb kannst du und deshalb sollst du als Ausdruck deines Glaubens, dass du wirklich glaubst, dass ich da bin, dass du wirklich glaubst, dass ich kann, gehen und tun, wozu ich dich aussende. Wenn wir das nicht sehen, dann wird sehr schnell aus allen Geboten, die es auch im Neuen Testament gibt, du sollst nicht, aus eigener Kraft, es wird, der Glaubenskampf wird schnell zum Glaubenskrampf. Es ist Elend, wir versagen, wir schmeißen hin. Es gibt keinen Grund. Der Herr ist da. Er gibt alles. Und wisst ihr, warum das so ist? Wäre dem nicht so. Wir könnten uns und würden es, und wir müssen sogar aufpassen, dass es selbst da ist, so ist nicht passiert, selber auf die Schultern klopfen und sagen, siehst du, ich kann das. Ich habe das gemacht. Aber wem gehört aller Ruhm? Wem gehört alle Ehre? Dem Herrn. Und sie gehört ihm, weil wir wissen, ohne dich können wir nichts tun. Nichts, 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 was von ewigem Wert ist. Aber mit ihm kannst du.
und mit ihm sollst du. Und die Kraft und die Motivation ist nicht, dass wir versuchen, das Wohlwollen Gottes zu gewinnen, sondern das, was uns motiviert, was uns zieht. Im Korintherbrief schreibt Paulus es so, die Liebe Gottes drängt uns. Und es ist die Liebe Gottes zuallererst. Die Liebe Gottes, die gemäß Römer 4 ausgegossen ist in unsere Herzen. Alle Kinder Gottes haben ein Herz voll der Liebe Gottes. Römer 8 wird die Liebe Gottes zu uns unter Beweis gestellt. Sie wird bewiesen, wenn er sagt, als ihr noch Sünder wart und niemand Gott gesucht hat, hat Gott uns geliebt. Und die wohl gewaltigste Stelle ist in Römer 8, 32, wenn es heißt, und stellt euch das vor, wenn er seinen einzigen geliebten Sohn nicht verschont hat, und das hat er nicht, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Denkst du, er hält irgendetwas von dir zurück? Denkst du, es gibt irgendetwas, was dir fehlt, um zu tun, wozu er dich beruft, damit er und sein Name gelobt und verherrlicht wird? Brauchst du noch einen anderen Liebesbeweis als der, dass er seinen Sohn hingegeben hat? Ihr wisst, ich habe 6 Kinder, ich kann euch eins garantieren. Ich würde nicht im Entferntesten auf die Idee kommen, auch nur eins meiner Kinder hinzugeben für Sünder. Das würde mir nicht in den Sinn kommen, muss ich ganz offen sagen. Gott hat seine Liebe zu den Menschen bewiesen. Und es ist diese Liebe, die uns zieht, diese Liebe, die uns kräftigt, diese Liebe, die uns stärkt. Und deshalb lesen wir auch in Römer 6, Vers 17 dann, und das ist so herrlich. Gott aber sei Dank. Wofür? Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde wart. Vergangenheit. Aber von Herzen gehorsam geworden seid dem Bild seiner Lehre, dem ihr jetzt übergeben seid. Es ist ein Gehorsam von Herzen. Es ist nicht ein Gehorsam, was denken die anderen, wenn ich das nicht mache, die denken, ich sei ungeistlich. Es ist nicht ein Gehorsam, der davon ausgeht, von diesem falschen Gottesbild, dass Gott da ist und Leistung von dir erwartet. Es ist ja schon alles getan. Jesus hat ausgerufen, es ist vollbracht. Wir können nichts hinzutun, aber wir können, wie es in Römer 12 daneben heißt, unser Leben als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen. Und meine lieben Freunde, das ist nicht heroisch, das nennt die Bibel vernünftigen Gottesdienst. Das ist nur vernünftig, wenn wir begriffen haben, was er für uns getan hat. Nebst der Liebe Gottes ist es der Geist Gottes. Und manchmal haben wir Angst. Manchmal ziehen wir, wir würden uns gerne ins Schneckenhaus zurückziehen, das ist nichts Neues. Timotheus, der engste Vertraute von Paulus, kannte das und Paulus schreibt ihm deshalb, und das gilt auch uns allen, im 2. Timotheus 1,7, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Es ist sein Geist, der dich und mich kräftigt und stärkt, das zu tun, was wir nicht tun können. Es ist sein Geist, der unsere Herzen in Liebe zu ihm zieht und uns unseren Nächsten lieben lässt, was ja auch nicht so einfach ist, oder? Und es ist sein Geist, der uns besonnen sein lässt, sprich, wir lernen richtig zu denken und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Mein lieber Freund, ich hoffe, du erkennst, was Gott dir alles gegeben hat. Und was in aller Welt hält uns ab, in dieser Neuheit des Lebens zu wandeln, zu der wir berufen worden sind. Und schlussendlich ist es die Güte und die Gnade Gottes, die uns festhält, die uns Hoffnung gibt, die uns stärkt, auch wenn mal alles den Bach runtergeht. Das Leben als Christ bedeutet nicht, dass wir auf Rosen gebettet Richtung Himmel schweben und alles ist nett und schön.
Klagelieder ist wahrscheinlich eins der Bücher, das die dunkelste Zeit nicht nur Israels, sondern wahrscheinlich der Menschheit beschreibt, abgesehen von der Trübsalzeit, die noch kommen wird. Und in dieser finsteren Zeit, wo wirklich alles dunkel ist, leuchtet umso heller die Güte und die Gnade Gottes auf. Wenn wir dort lesen, Klagelieder 3, Vers 19, Gedenke meines Elends und meines Umherirrens, des Wehmuts und der Bitterkeit. Ach, wie viele Menschen irren umher. Immer auf der Suche, immer am Rennen und nie zur Ruhe kommen. Sie finden nie, was sie suchen, weil sie immer am falschen Ort suchen. Wie tragisch, wenn wir als Kinder Gottes am falschen Ort suchen. Vers 20, beständig denkt meine Seele daran und ist niedergebeugt in mir. Das will ich mir zu Herzen nehmen. Darum will ich hoffen. Warum gibt es Hoffnung? Aus einem einzigen Grund. Es sind die Gütigkeiten des Herrn, dass wir nicht gar aufgerieben sind. Denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Sie sind alle Morgen neu. Deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, sagt meine Seele. Darum will ich hoffen. Darum will ich hoffen. Dank seiner Gnade, seiner Güte und seinem Geist können Menschen und sollen Menschen, sollen Kinder Gottes in Neuheit des Lebens wandeln. Darum, mein lieber Freund, mach dich auf. Wandle im Bewusstsein, dass Gott bei dir ist, immer. Und dich stärkt und sein Geist, der dir Kraft und Liebe und Besonnenheit gibt, auch bei dir ist. Er wohnt in dir. Lass uns das tun, wie es Paulus in Epheser 4,15 formuliert, die Wahrheit festhaltend. Diese Wahrheiten, die ihr heute Morgen gehört habt, auf die ihr bauen könnt, diese Wahrheit festhaltend, nicht loslassen, egal was da komme, lasst uns in allem heranwachsen, zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Er ist unser Herr, er ist unser Retter. Ihm wollen wir ähnlich werden. Und wir sollen und wollen, und ich hoffe, für diejenigen, die es schon haben, dass ihr dranbleibt, für diejenigen, die es nicht kennen, dass ihr wieder neu ermutigt werdet. Und die, die vielleicht festgestellt haben, dass ihr Herz kaputt ist, dass ihr zum ersten Mal überhaupt die richtige Entscheidung trefft und dorthin geht, wo es Hilfe gibt, nämlich zu Gott. Lass mich abschließend die Verse lesen, die wir am Anfang gelesen haben aus Hesekiel 36. Und achtet auf das, was Gott tut. Weil er es tut, weil er der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Deshalb gibt es Hoffnung. Er hat es begonnen, er wird es vollenden. Und er ist bei uns auf dem Weg von der Errettung bis zur Verherrlichung. Hesekiel 36, 26 und 27. Gott spricht und ich werde, und wenn Gott spricht, dann tut das. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und es geht weiter. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken. Gott selbst wirkt in dir. Wie wir es in Philipper 2,13 lesen. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Gott sagt, ich werde diese Dinge tun. Was tust du? Lass uns beten, treuer Gott und Vater. Was für ein unermesslicher, unbegreifbarer Ausdruck deiner Güte und Gnade, dass du deinen Sohn, deinen einzigen, deinen Geliebten
mit dem du in Ewigkeit Gemeinschaft gehabt hast, hingibst, ihn strafst um unsertwillen, um uns ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue Gesinnung zu geben und in uns wirkst, dass wir dir von Herzen gehorsam sind. Herr, vergib, wo wir es nicht waren. Herr, vergib, wo wir diese Wahrheit losgelassen oder sogar vergessen haben. Erneuere unsere Herzen und unsere Hingabe zu dir. Oder lass diejenigen, die dich nicht kennen, überhaupt zu dir kommen. Und wie es im Psalm heißt, glückselig, der Zuflucht nimmt oder Zuflucht sucht im Herrn. Herr, du bist unser Zufluchtsort. Du bist unser guter Hirte. Du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere Zuversicht. Du bist alles in allem. Und Herr, wir danken dir und bitten, dass diese Wahrheiten tief, tief in unsere Herzen geprägt sind, damit sie wirken, wozu du sie ausgesandt hast, nämlich Frucht zu deiner Ehre und zu deiner Verherrlichung. Amen.